Sonntag, 19. April 2020. Robert Franz, mein Name, ich bin in Kevelaar. Protokoll, was passiert? Meist am Wochenende, Samstag oder Sonntag, bricht mir meine Krone ab. Die meisten von euch wissen nicht, dass ich vorne eine Zahnspange habe. Ich bin Motocross gefahren, dann habe ich Lenker schön zwischen die Zähne bekommen. Ich habe gesagt, solange ich die Eckzähne habe, werde ich mir auch keine Stifte implantieren oder so etwas. Jetzt, was kann ich machen? Entweder wie Ivan der Schreckliche durch die Gegend herumzugeistern, oder ich probiere eine Lösung für den Problem zu finden. Meine Lösung ist, mach deine Brücke selber drauf und repariere deine Zähne selbst. Okay, ihr seht da, das ist die Krone, da waren vier Zähne. Habe ich reingespannt in Schraubstock. Mit dem Biax, mit dem Proxon und einer Trennscheibe habe ich es abgeschnitten. Jetzt sind nur noch zwei geblieben, jetzt muss ich den alten Zement raus. Viele Grüße an die Firma Proxon, ganz tolle kleine Geräte. Man kann alles machen, schleifen, holzigen, was auch immer. Ich habe früher Motoren getunt. Zweitaktmotore, wo ich die Auslastung ausgefräst habe und mit dem Biax ganz feine Kanäle, Überschwungkanäle gemacht habe. Deshalb kann ich auch von der Krone den alten Zement mit dem Schleifstein rausholen. So, Platz machen für den Zement, für die neue Füllung. Okay, so passt, ist schon fast Metall. Das können wir ausmachen. Jetzt heißt es, Zement anzumischen. Moment mal, ich glaube, das ist das falsche Werkzeug. Viele werden lachen und sagen, Robert Franz ist ein Automechaniker. Ich war aber 27 Jahre Mischmeister bei der Firma Redimix und bei der Firma Cemex. Ich habe über 1 Million Kubik Beton gemischt, ganze Bauten betoniert, IMEX und sowas. Aber, so wie ich sagte, jetzt beschäftige ich mich mit Gesundheit der Tiere, da nützt die Schaufel gar nichts. Ich brauche halt einen Zement. Da habe ich einen von Refit, kleinen Zement. Und was steht da? 3 Tropfen dazugeben. Da seht ihr, ich nehme eine Spritze, keine Angst. Es kommt kein Frankfurter Frühstück, sondern ich mache den Zement auf und tue 3 Tropfen rein. 1, 2, 3. Perfekt. 3 Tropfen, jetzt wird er schön geschüttelt. Ich mag ihn geschüttelt, nicht gerührt. Wie bei James Bond. Schön schütteln. Kennen die meisten Männer. Palme schütteln oder was auch immer man macht. Okay, Durchmesser ist zu klein, aber ist egal, der Zement ist, so wie ich sehe, jetzt flüssig. Jetzt nehme ich meine Krone, mache den Zement wieder auf, man kann auch schütten, aber ich glaube, am besten, wenn man mit einem kleinen Imbusschlüssel oder mit einer kleinen Spachtel das reingibt. Okay, Zement ist jetzt flüssig, passt, okay. Ich nehme einen kleinen Imbusschlüssel, schütte den Zement in der Krone. Da kommt er. Perfekt. Alles klar. Zement kommt rein. Alles in Ordnung. Zement ist in der Krone drin. Jetzt machen wir den Zement wieder zu. Den können wir zur Seite. Ich nehme die Krone. Pass sie an. Weißt du? Und jetzt müssen wir 1-2 Minuten warten. Okay, Position passt. Ich kann ja weiter erzählen. So, ich sage heutzutage, viele Menschen sind Theoretiker. Jeder hat was zu erzählen, Theorie weiß es, aber meistens tötet die Praxis. Und ich finde, ein Typ, der sich gewöhnt hat, egal was ist, probieren, Erfahrung zu sammeln, selber Sachen zu machen, selber zu probieren. Auch wenn es mal schief geht, du hast zwei, drei kleine Kapseln drin, kann ich nochmal probieren. Aber erstmal den Mut zu haben, selber zu handeln, etwas zu machen, weil jede Erfahrung, die du im Leben machst, ob gut oder schlecht, hilft dir im Leben weiter. Dadurch kannst du das Schlechte vermeiden und mit dem Guten richtig Gas geben. Okay, ich spüre schon, wie es anzieht. So, ist schon alles drin. Jetzt nehme ich meine Zahnspange, nehme Hauptcreme, haue sie drauf. Okay, jetzt einfach, passt perfekt, wie angegossen, okay, und das war einmal Zähne reparieren mit Robert Franz, hat gesehen, hat geklappt, und da haben gesagt, viele werden sagen, ja, der Robert hat sich die Zähne an der Pharma ausgebissen, macht euch keine Sorgen, auch ohne Zähne bin ich noch immer Robert Franz für die Pharma, raus Gehirn und keine Zähne.
es ist zahnlos oder ohne Zähne oder blind oder so. Solange mein Gehirn funktioniert, weiß ich in meinem Leben, was gut und schlecht ist. Jedenfalls, das war gut. Ich kann wieder, ich weiß, mehr oder weniger die Leute nicht erschrecken. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mal was anderes von Robert Franz. Ich werde sowieso jetzt ein paar Videos drehen. Ein paar Autos mit ein paar Motorrädern. Weil mein Leben sind ja Motorradrennen. Gesundheit war halt eine Etappe. Ich werde auch weiter die Menschen begleiten. Werden helfen, werden meine Erfahrung weitergeben, die Tiere begleiten. Die ganzen Produkte, was ich habe, sind ja für Tiere. Und Tiere haben gesunden Verstand. Ich habe jetzt wohl sagen, Tiere haben gesunden Menschenverstand, aber Tiere haben noch tierische Instinkte. Sodass, vielen Dank. Ich wünsche euch schönen Sonntag noch. Die Woche kann beginnen und wenn die Krone da unten ist, dann gehe ich zum Zahnarzt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh, noch etwas. Jetzt kann ich den grünen Apfel nun reinbeißen. Aber ich glaube, am besten holen sich viele da draußen die grüne Eierschalen hinter die Ohren, weil viele haben keine Erfahrung. Tschüss, alles Gute. Ciao.